Zeig aus dem nächsten Video hier auf dem Kanal und sag Leute, ja, irgendwie widerlege ich mich jetzt in diesem Video selber mal wieder. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, warum ich das jetzt mache, aber ich habe jetzt gerade, also heute ist Mittwoch, beste Grüße vom Obstwagen, und ich habe mir gerade die Kommentare mal durchgelesen unter dem Video, dass jetzt keine Daily Vlogs mehr kommen. So, das wurde jetzt vollkommen falsch aufgefasst, ja. Es wird zum einen, sobald ich wieder in Deutschland bin, jeden Tag ein Video kommen. Auch Vlogs wieder. Nur habe ich einfach keine Lust, euch die ganze Zeit mit dieser Drecksqualität hier und mit diesen total einfallslosen Videos zu belästigen. Ich meine, gut, das heute wird jetzt am Donnerstag kommen. Ist ja irgendwo logisch, wenn ich von gestern als Mittwoch rede. Am Freitag wird was zur Bundesliga und zweiten Liga kommen. Am Samstag wird ein Review zu 96 kommen. Am Samstag wollte ich noch was mit der Kamera machen oder wegen der neuen Kamera machen. Das heißt, irgendwie kommt doch jeden Tag ein Video, vor allem weil Montag dann wieder Karrieremodus ist und am Dienstag gibt es dann rückblicks auf Fußballwochenende. Irgendwie alles nicht so ideal jetzt gelaufen, aber naja. Die einfallslosen Vlogs werden trotzdem weniger werden. Daily Uploads anscheinend schon, aber ich werde jetzt mich nicht mehr einfach so hinstellen und irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten um heißen Brei rumlabern, nur um ein Video zu machen, weil das gefällt mir selber nicht. Meine Qualität hat in meinen Augen abgenommen, was auch ganz logisch ist, weil ich halt nur mein Handy habe, mit dem ich Videos produzieren kann. Mein Raum gleicht einer Höhle, also mein Zimmer, wo man einfach nichts versteht von dem, was ich erzähle, weil die Qualität sowas von scheiße ist. Und da haben wir wieder jemanden mit Minderwertigkeitskomplex, der mal wieder Welle machen muss. Das ist hier übrigens ganz, ganz normal. Du stehst auf dem Balkon und irgendwer da auch mit einem richtigen Billigauto, aber Hauptsache irgendwie auf 7000 Touren fahren. Naja, Hauptsache, es hört sich krass an. Wie auch immer. Kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Leuten für die lieben Kommentare, die geschrieben haben, wir wollen tägliche Vlogs sehen und so weiter und so fort. Es liegt ja auch gar nicht daran, dass ich das für euch nicht machen möchte. Auf der anderen Seite kann ich auch die Kritik verstehen, zu sagen, Max, mach das doch nicht wegen den Hatern, lass dich doch nicht unterkriegen, du sagst, du ziehst dein Ding durch und machst es dann nicht, wobei ich das jetzt ja auch nicht durchziehe. Ich bin bei sowas allgemein irgendwie in den letzten Wochen, seit ich hier bin, ein bisschen komisch geworden. Aber naja, der Punkt ist auf jeden Fall, es liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie mal ein bisschen gehatet wurde, dass die Qualität abgenommen hat und so weiter und so fort und ich deswegen keinen Bock habe, wieder Videos zu machen. Das spornt mich eher an, meine Qualität zu steigern, bessere Videos zu machen und mehr Videos zu machen. Aber der Punkt ist halt, bessere Videos. Und ich hatte allgemein fast überhaupt keinen Bock mehr in den letzten Wochen, Videos aufzunehmen, einfach weil die Qualität so schlecht war, beziehungsweise weil ich nicht zufrieden war mit meinem Content, den ich produziere. Ja? Ich meine, ich kann hier nur labern und ich mache nicht mal wirklich Cuts. Das ist ein bisschen, ja, kacke einfach. Vor allem ich, oh, Bubble Time, laber einfach drauf los und naja, ihr bekommt mich dann quasi 10 Minuten auf Ohren. Und was habt ihr davon? Nicht wirklich was. So ein Video würde ich mir wahrscheinlich selber nicht mal angucken. Ich weiß nicht genau, ist übrigens lustig, wie ich angeguckt werde. Ich glaube, die sind auf Malta nicht ganz so Vlogs gewohnt. Das ist auf jeden Fall der Punkt, warum ich selber nicht mehr so wirklich Lust hatte. Der letzte Stupser jetzt in die Richtung, dass ich mich dafür entschieden habe, waren natürlich auch die Kommentare. Aber einfach auch, weil ich mich so freue, in 12 Tagen, Freunde. In 11 heute bin ich wieder in Deutschland. In 12 Tagen, am Dienstag, kommt wieder das erste richtige Video. Ja, denke ich zumindest mal, oder am Mittwoch, also in 13 Tagen. Und dann ist sowieso alles erstmal egal, weil dann geht's richtig ab, Freunde. Ihr könnt euch sowas von hart auf Viva freuen. Auch die ganzen Leute, die jetzt sagen, Max, deine Qualität, Max, du bist einfallslos, Max, 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 Max. Glaubt mir, Freunde, ihr werdet so Bock haben auf die Viva 17 Videos. Auch dazu wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal eine Ankündigung kommen. Eventuell wieder aus Deutschland, weil ich dann von meinem PC das wieder mache. Aber ich habe so viele geile Ideen, es wird so geile Serien geben. Nur um das mal kurz zu beantworten, ja, es wird The Journey geben. Ja, es wird Karrieremodus geben. Ja, der alte Kommentierstil aus dem Newcastle-Karrieremodus kommt wieder zurück. Ja, es wird Ultimate Team geben. Ja, es wird Challenges geben. Ja, es wird Pack-Openings geben. Es wird alles geben, Freunde. Und es wird Merch geben. Und darauf freue ich mich auch besonders, weil ich alleine mit meinem eigenen T-Shirt rumlaufen möchte. Da habe ich richtig Bock drauf. Ob das verkauft, ist mir total egal. Auch wenn ich schon einfach danach gefragt wurde. Von daher habe ich ganz gute Hoffnung, dass zumindest ein, zwei T-Shirts verkauft werden. Aber ich will einfach selber mit einem T-Shirt von mir rumlaufen. Und Mann, ich falle hier die ganze Zeit. Hier ist so eine kleine... Das kann man nicht sehen. Ja, nee. Doch, da, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da ist so eine kleine Kuhle auf jeden Fall. Und da trete ich die ganze Zeit rein. Ich weiß nicht, wieso. Naja, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das wird richtig geil. Dazu die Vlogs aus dem Stadion. Leute, egal welche Kamera ich mir jetzt hole, die Legre oder die andere, die ich im Kopf habe, das wird sowas von genial werden. Die Qualität wird steigen. Es wird nicht mehr das gleiche sein wie die letzten Male, dass ich einfach nur zum Stadion hinfahre, euch das zeige, im Stadion ein bisschen rumfilme und eigentlich nichts mehr rumkommt. Nein,
Es wird deutlich kreativer, es wird deutlich besser alles werden. Ich habe da mega Bock drauf. Dazu Bundesliga-Talk, jeweils Freitag mit den Tipps und so weiter und so fort. Auch das wird noch ein bisschen abgewandelt. Da kommt auch noch ein bisschen was auf euch zu. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ach, ich habe einfach so viel Bock auf das nächste Jahr an sich. Und ich hoffe, dass ihr mich da begleiten werdet. Also verzeiht mir jetzt gerade diese Zeit, wo ich gerade mal vielleicht nicht so motiviert bin. Liegt auch im Sommerloch, ganz ehrlich. Aber halt einfach auch daran, dass ich mit meiner Qualität nicht zufrieden bin. Und dass ich halt einfach Videos mache, die ich mir selber nicht wirklich angucken würde. Wobei, ich gucke Tanzverbot. Und ich bin wenigstens hier nicht angepisst. Und also eigentlich, naja, okay, doch, kann man mit leben. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt einfach. Ja? Es liegt nicht an den Hatern, auf keinen Fall. Von Hatern habe ich mich noch nie unterkriegen lassen, ganz ehrlich. Was war mit der viel FIFA-Zeit da los? Als ich gegen viel FIFA mal gesprochen habe und dann den ganzen Hate abbekommen habe. Oder die ganzen Fatal-Geschichten und sowas. Dass ich dann nicht mal ansatzweise berücksichtigt werde, was mich nicht juckt. Ja, da seht ihr das ja, es juckt mich nicht, ist mir egal. Also darf man das mir nicht unterkriegen. So, ich habe jetzt hier genug die Straße zusammengebrüllt, würde ich sagen. Wie gesagt, Kalma, beruhigt euch, es werden wieder Videos kommen. Es werden wahrscheinlich leider Gottes auch täglich Videos kommen. Also was heißt leider Gottes? Nur leider Gottes, weil es halt gegen meine Ankündigung ist. Auch täglich Videos kommen und so weiter und so fort. Ihr solltet dann nur beruhigt sein, dass definitiv, denke ich mal, ihr euren Spaß haben werdet und ich mich nicht unterkriegen lasse. Nochmal danke an alle Leute, die die lieben Kommentare geschrieben haben. Und ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar, ja, dann halt eventuell morgen oder... Nee, ja, doch, morgen sowieso. Ja, so ein Mist aber auch. Okay, wie so ein Mist ist auch eigentlich gut. Morgen auf jeden Fall. Mist vielleicht, weil ich es vertauscht habe. Ich laber hier die ganze Zeit irgendwie. Ich bringe mich selbst außer Kontenance und außer Fassung. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat und natürlich auch zu IG Vault und zu Amazon. Und da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. FIFA 17 vorbestellen. Oh Leute, ihr wollt ja auch gegen mich spielen, oder? Auch das wird nämlich kommen. Und ja, so, ich würde sagen, das war's. Bis dann, macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.